Regionalliga West ist manchmal schon mal etwas wild. Und ihr wisst alle, im Wilden Westen ging es immer darum, wer am besten, am schnellsten schießen kann. Und wir finden das heute raus. Jeder Spieler hat 3 Schüsse, der härteste von dem Einzelnen und die härtesten aller 3 Spieler werden jeweils separat eingetragen. Und am Ende wissen wir, wer in der Regionalliga West den schnellsten Schuss im Wilden Westen hat. Wir suchen immer noch den schnellsten Schuss im Wilden Westen. Und hinter mir, da traben sich die Jungfohlen gerade schon warm, um gleich dann im Galopp die Bälle ins Tor reinzuschießen und ordentlich Speed auf den Ball zu bringen. Hier haben wir einmal Enrique Lofolomo, Kahn Kurt und Joshua Holtby. Was sind eure Erwartungen an diese Challenge? Wird das Nummer 1 Ding von den Gladbachern? Auf jeden Fall. Denke ich auch. Von mir nicht, aber vom Lofo auf jeden Fall, ja. Okay, Lofo, auf dir liegt wahnsinnig Druck. Ich gehe mal davon aus, du fängst an. Du fängst nicht an. Joshua Holtby. Rechts unten, wenn du möchtest. Hui! 107, strammer Auftakt. Ist da noch mehr drin für dich? Ja, auf jeden Fall. Ja? Doch. Also die 110 will ich schon knacken, ansonsten bin ich enttäuscht. 110 wäre eine ordentliche Ansage. 107 musst du knacken, kriegst du hin. 98. Ui, nicht dreistellig. Enrique Lofolomo, ich habe gerade gehört, dass du dir ein bisschen Sorgen machst, dass du den Ball überhaupt aufs Tor bringst. Ich bringe ihn aufs Tor. Bringst du aufs Tor? Auf jeden Fall. Okay, first try, mal gucken, ob es klappt. Wow, 104 und dann auch noch schön mittig rein. Da hat er ordentlich Luft gehabt zu beiden Seiten. Ja, der war jetzt ein bisschen sehr auf Sicherheit bedacht, aber den zweiten geht er auch an die 110. 100%. An die 110, okay. Toppst du deinen Wert jetzt? Ja. Also die Gladbacher sind sehr, sehr selbstbewusst. Holtby. Auf 75. Ja, das war wohl nix. Aber Tor getroffen. hätte man noch einen Sensor an der anderen Seite, dann hätte es, glaube ich, gut ausgesehen. Aber dann hättest du die 110 gehabt. Ja, doch, ich glaube schon. Aber man muss halt auch dahin schießen, wo man hinzielt. Ansonsten Ausreden suchen ist nicht. Ausreden suchen ist nicht und die hat auch Kahn Kurt nicht. Auch Junioren-Nationalmannschaft gespielt und dann macht er mal ganz locker. Die 100, straight down the middle. Ist der Lofolomo einer, der auch gern schon mal drüber schießt übers Tor? Normalerweise nicht. Aber im Normalfall schießt er halt auch mit der Innenseite oder mit dem Innenspann. Und dann muss man unsere Torhüter fragen, kriegen die Dinger schon links und rechts um die Ohren gepfeffert. Jetzt ist halt Vollspann, da zielt man ja nicht besonders. Man will einfach nur draufbolzen. Aber jetzt rechts in die Ecke, 108 km/h. 108 km/h ist die Vorgabe. Und bitte. 92. Enrique. Mit 92 bist du zufrieden? Nee, auf gar keinen Fall. Gar nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Nicht mal ein bisschen? Nein, nicht mal ein bisschen. Okay. Jetzt will ich eine 10 von 10 sehen, vom 10er. Und er fasst selber ganz gut zusammen mit dem Begriff, das ist scheiße. Boah. Den hätte ich gern rausgeschnitten. So eine Scheiße nehme ich nicht von mir selber. Das ist absolut enttäuschend. Ja, wir schneiden aber nichts raus. Also hier ist natürlich alles mehr oder weniger ungeschnitten. Kahn Kurt, der Vorletzte beim Speedtest der Gladbacher. 80! Und Kahn Kurt glaubt selber nicht. Aber da glaube auch ich dem Messgerät ausnahmsweise mal nicht. Also das waren eindeutig mehr als 180. Schwachsinn, Schwachsinn. Ist kaputt das Gerät, oder? Glaube ich auch, ehrlich. Geht nicht. Man merkt eine leichte Frustration bei Gladbach, weil die Schüsse nicht ganz so hart kommen, wie man sich das vielleicht ausgemalt hat. Aber es gibt ja noch Enrique Lofolomo, der das jetzt richtig rauszimmert. Ja. Aber Papa hat trotzdem nicht geknackt. Der Papa Holtby gewinnt.
in den internen Vergleich. Und im Gesamtvergleich ist Papa Holtby auf Platz Nummer 4 knapp vor Maximilian Schulze-Niehus und Kahn Kurt. In der Teamwertung schaffen es die Jungfohlen immerhin auf Platz Nummer 3 mit einer Gesamt-KMH-Zahl von 311. Unterm Strich, seid ihr jetzt zufrieden mit den Challenges, mit den Standings? Auf jeden Fall, ja. Hat Spaß gemacht. Nein. Mir war klar, dass die Antwort von dir kommt. Ich sage aber auf jeden Fall Danke an euch, an die Elf vom Niederrhein. Kommt gut heim und an der Stelle, Jungs, macht's gut, gute Saison. Und wenn ihr sehen wollt, wie sich die anderen Teams in der Regionalliga West geschlagen haben beim schnellsten Schuss im Wilden Westen, seht ihr bei uns auf Sport Total. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.